Ist der Staat antisemitisch? Ist es nicht antisemitisch und Nazi, wenn der Staat ganz offen per Gesetz jüdische Babys weniger vor Körperverletzung schützt als andere Kinder? Bedeutet das denn nicht, dass der Staat diese Babys als Untermenschen betrachtet und deswegen als weniger schützenswert? Oder anders gesagt, ist es nicht antisemitisch und Nazi, wenn der Staat an jüdische Menschen andere, nämlich geringere ethische Kriterien anlegt als an andere? Das kann er doch nur machen, wenn er diese Menschen als Untermenschen, das heißt als weniger verantwortlich für ihr Verhalten betrachtet. In einem richtigen Rechtsstaat gilt gleiches Recht für alle. Jede unterschiedliche Behandlung bedeutet doch, dass diese unterschiedlich behandelten Menschen eben anders, eben unterschiedlich sind. Und das bedeutet, nicht gleich sind.